Ja, wie geht's den Hochbeeten? Sieht auf jeden Fall schön üppig aus. Trotzdem habe ich mir immer noch ein Problem mit Schnecken. Also die Zucchini haben sie abgefressen. Bei den Bohnen, da ist auch nicht mehr viel da. Wobei ein kleiner Hoffnungsschimmer ist noch. Zwei, drei Pflanzen leben. Ansonsten, der Kürbis, den ich da gepflanzt habe, der nimmt den kompletten Platz ein. Die Gurken entwickeln sich schön. Die Ringelblumen sind hübsch und auch die Salatrauke, die ich noch gesät habe, die ist gekommen. Ich bin gespannt, ob wir da Salat davon ernten können. Dafür kommen aber auch die Zwiebeln schön. Bloß bei den Karotten, das sieht nicht so toll aus. Wobei, die habe ich nur gepflanzt, um die Zwiebeln zu schützen vor der Zwiebelfliege. Also insofern erwarte ich da keinen großen Ertrag. Aber die Zwiebeln, die sehen schön aus. Das machen wir nächstes Jahr wieder. So an sich sieht es ganz nett aus. Aber ich habe gelernt, nicht alle Gemüse funktionieren hier oben. Ja, es gibt sogar Johannisbeeren. Das reicht vielleicht für einen Kuchen. Nächstes Jahr gibt es dann mehr.